Bahn. Mal gucken, wann ich Tschernobyl spiele und AKW baue. Kohle, Kohle. Noch einen Sattel hin. Ja, nix. Dann wieder ein Bienenstock. Da ist das, was ich suche. Und das nochmal von dem, was ich suche. So. Teilt sich auch nichts, weil ich nehme gerade relativ zeitig auf. Ansonsten nehme ich eigentlich nachts auf, weil ich sonst nichts sehe, da das Licht von hinten mal wie ein bisschen extrem blendet. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal noch schnell ein paar Aufnahmen, beziehungsweise eine Aufnahme. Guck mal, wie wir schon sind, 1 Stunde 16. Und naja, daher habe ich jetzt 8, also kommt 8, 16 mal raus. Ich weiß nicht, für meine Verhältnisse immer noch zu wenig. Wenn man vom Teufel tratscht, kommt er angelatscht. Da haben wir nämlich nochmal Blei, Eisen brauche ich jetzt erstmal gar nicht. Wenn eigentlich Eisen die wichtigste Ressource in komplett Minecraft ist, meiner Meinung nach. Zumindest was in 8 Heimatern, wie sieht die Karte aus? Zumindest was die gemoddete Version angeht. Aber wie schon gesagt, davon haben wir jetzt erstmal genug da. Was ich jetzt brauche, ist Bläu. Und dann später kann ich rein theoretisch dann in, im Twilight Forest auch die Quarry später aufstellen, wenn ich sie habe. Und sollte dann eigentlich Pille Palle und vonstatten gehen. Also das ist eigentlich alles kein Thema. Nullo Problemo. Haps, haps, haps. Ja, dann gucken wir hier. Ah, da war schon ein Ausgang. Na komm, spring mal ein bisschen schneller hier, du spring ins Feld. Geht's nie hoch? Klappt jetzt hier hoch. Loftwood. Mhm. Auch wenn ich das ganz gefährlich mache. Dinge will ich mir hier nicht entgehen lassen. Alter, wie sieht denn die Karte aus? Das ist ja selbst für mich jetzt schon too much. Oh Gott. So, finde ich jetzt mein Haus wieder? Ja oder nein? Schafe, großer Schwein, Hühner, Kühe. Ich werde den Wegpunkt jetzt mal näher anmachen und bin mal gespannt, ob ich wieder nach Hause finde. Oder ob ich mich hemmungslos verlaufe und in die falsche Richtung datsche. Bin ich jetzt mal gespannt, ob ich muss erstmal aus dem Wald heraus sehe. Das ist ja. Oh, hier haben wir gleich Dschungel. Ne, jetzt habe ich mich hemmungslos verlaufen. Verdammt! Also doch. Wegpunkt an.
Ich bin aber in die Folge im falschen Richtung gelatscht. Ja, das bin halt ich. Ich wusste auch gar nicht, dass ich... Okay, na egal. Hier haben wir noch Versatzlinge. Kann man alles mitnehmen. Wow. So. Ja, durch Springen ist man schneller, aber man verliert auch wesentlich schneller Ausdauer, beziehungsweise der Hungerbalken lädt sich ein bisschen schneller, aber da ich ja eigentlich eine Wüste habe, cool, da ich eigentlich eh gleich zu Hause bin, sollte das ja kein Thema sein. Ich komme sogar noch nach Hause, solange keine Monster aktiv sind, das ist eigentlich schwierig. Jetzt bin ich gerade wieder in so einer Phase, jetzt bin ich glücklich. Es läuft, es funktioniert alles. Das Ding arbeitet immer noch. Woran das arbeitet, ich weiß es nicht. Aber es arbeitet halt. Na, da kommt das mal das rein, kriege ich 20 Mal davon raus, da habe ich dann davon. Und jetzt mal schnell das Hühnchen zwischen die Kiemen schmeißen. Ja, dann noch ein Steak. Schnitzel werde ich schon mal wieder in den Deck. Egal. Ich habe 7 mal von dem Zeug und ich brauche dringend mehr Redstone, also wird man es jetzt mal Redstone duplizieren. Ja. Weil ihr merkt das selber, Redstone ist eine Ressource, die man hier auf en masse braucht, also wirklich, wirklich en masse. Den Wegpunkt werde ich jetzt mal wieder ausmachen. Weil der mich jetzt etwas. Nein, hier rein, weil der mich jetzt etwas stört. Und währenddessen werde ich jetzt noch ein bisschen Stein verarbeiten, damit ich wieder ein bisschen Sand habe, weil ich habe mir einen Appetit geholt. So, und währenddessen werde ich nämlich ein paar Stromleitungen basteln. Dürften jetzt auch wirklich reichen. So, werde ich das Zeug mal rausholen. Werde ich die Tür aufmachen. Schade, dass ich diesen Mod mit den Heads nicht drin habe. Das ist, der fetzt eigentlich auch. Also, dass man hier auch Hüte hat. Dann kommst du weg. Ich habe natürlich keine Erde einstecken. Aber das soll das Problem nicht sein. Harvester. Falsch rum. Toll. Was praktisch bei dem ist, die kann man das so abbauen. Einmal bloß mit der Spitzhacke. Ein bisschen drauf rumhauen. So, ich stehe jetzt richtig. Jetzt steht er richtig. So, dann werden wir noch ein bisschen Erde von drinnen holen. Komm ich hier rein? Nein, schade. Ich sagte Erde. So, hier ist die Erde. Das restliche Blei dürfte jetzt eigentlich auch schon genau verarbeitet sein. Dürfte ich 7 mal rauskriegen.
Aber Strom braucht man hier eigentlich überall. Heps. So. Wer so sagt, hat noch nichts gemacht. Wo kommt das rein? Da kommst du drauf. Jetzt muss ich mich schon ein bisschen ausbuddeln. So. Das zwei, da kommt der Blender hin. 1, 2, da wird die Stromleitung hochgezogen. Und dann kommt der Fertilizer hin. Und das Wasser. Dann kommt hier wieder Erde hin. Jetzt alles, ups, egal. Jetzt alles, wow. Ich habe ihn gehört, aber ich habe ihn nie gesehen. Es ist, oh, ein Graus mit den Viechern. Damit das alles auch ein bisschen schön rüberkommt, mache ich jetzt überall noch ein bisschen Erde drüber. So. So. Ja, ich... Hallo, hi. Ach, die Viecher gehen mir auf den Geist. Jetzt habe ich schon trotzdem einen kleinen Fehler gemacht. Weil die zwei kommen nämlich rein theoretisch noch eine Etage weiter höher. Genauso wie du. Du kommst auch noch eine Etage weiter höher. So, so und so. Noch eine Etage. Ja. Muss ich erstmal überlegen. Ne, stimmt doch. Oh. Ne, doch. Ne, es hat sogar geklappt. Cool. Ich dachte, das Ding wäre jetzt kaputt. Aber nein. Fertilizer. Harvester. Blender. Erde, 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 Erde. Und hier können wir jetzt eben mal das Zeug reinstellen. Und tada, schon wachsen hier Bäume. Aber ich weiß, die Rubberwood, also den, wie ist das? Gummibaum jetzt hinstellen. Weil ich brauche ja noch Gummi. Hier ist nämlich noch ein Setzling. Hier ist Käsetzling drin. So, und dann nehmen wir die Item-Ducks noch mit. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Holz mit, weil ich brauche nämlich jetzt noch eine Kiste. Machen wir das so. Machen wir eine Doppelkiste hin. Genau. Und die können wir hier hinstellen. Dann brauche ich noch die Axt. Ich weiß gar nicht, ob meine alte Axt noch existiert. Weiß nicht. Mir jetzt aber auch Wumbe. Weil ich muss auch so erstmal hier das ganze Holz einmal einsammeln. Beziehungsweise noch ein paar Saplings. 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 Sapling. Keine Ahnung. Setzlinge. So. Wer das Englische nicht mächtig ist, der benutzt das Deutsche. Hm. Zap, zap, zap. Na, da kann ich die Setzlinge dort erstmal wegmachen, weil ich mir lieber Gummibäume züchten will. Weil da hat man im Endeffekt schon alles beides. Holz und Gummi. Holzkohle und Gummi. Hatte ich ja vor unserer Klappe schon gesagt. Mit den zwei Fliegen und in der Klappe. Von daher. Rücken wir jetzt noch alle Bäume hier raus.